Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage mal, nach 7, 8 Jahren ist man hier in diesem Haus einiges gewohnt. Und auch einige Enttäuschungen hat man ja erlebt. Aber wie man hier mit diesem konstruktiven Antrag umgegangen ist, war wirklich sehr, sehr traurig. Man muss sich jetzt Folgendes skizzieren. Was ist passiert? Wir erkennen, dass es in diesem Land ein riesengroßes Problem mit Führerscheinen gibt. Ein Führerschein kostet aktuell 3.000 bis 4.000 Euro. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist für viele Menschen in diesem Land einfach nicht mehr leistbar. Es ist extrem viel Geld. Ich bin noch nicht ganz so alt, aber ich habe damals noch vielleicht 1.100, 1.200 bezahlt. 2007 müsste das ungefähr gewesen sein. Was ist das für eine krasse Steigerung? Und weil wir das erkannt haben, dass es auch wirtschaftsgefährdend für eine ganze zukünftige Generation ist, haben wir beantragt, dass man Azubis hier mit Landesmitteln unterstützen sollte. Ganz einfach, damit sie auch den Weg ins Erwerbsleben gehen können. Eine ganz, ganz tolle Idee. Was ist passiert? Wir haben es im Plenum hier diskutiert. Da haben sie natürlich für die Kameras so dargestellt. Kann man darüber sprechen? Müssen wir uns mal intensiver angucken? Lassen wir uns das in den Ausschuss überweisen. Wir haben es in den Ausschuss überwiesen und dann kam diese Ausschussdiskussion und was ist passiert? Naja, da sind ja 2, 3 Fragen offen, Finanzierung, private Nutzung, das geht so nicht, das lehnen wir pauschal ab. Da habe ich als Gegenargument gebracht, wozu braucht man denn dann diesen Ausschuss? In diesem Ausschuss sind wir doch dazu da, um genau diese offenen Fragen zu klären. Wozu ist denn überhaupt eine Ausschussarbeit nötig in diesem Land? Keine Antwort können Sie ja selbst im Protokoll nachlesen auf diese Frage. Er wurde einfach pauschal dann weiter abgelehnt. Mit beratenden Ausschuss kam das Ding wieder zurück. Wir hatten es wieder im Ausschuss. Mein nächstes Argument, Sie haben öffentlichkeitswirksam gesehen, die Menschen in diesem Land finden das gut, Sie suchen hier nach Lösungen. Bitte beraten Sie mit uns diesen Antrag. Lassen Sie uns für die Menschen in diesem Land eine Lösung herbeiführen. Keine Antwort auf dieses Argument. Gucken Sie im Protokoll nach. Heute haben wir es hier im Plenum und jetzt höre ich, dem Vernehmen nach gibt es hierzu nicht mal eine Debatte. Es wird einfach pauschal abgelehnt, weil es ein konstruktiver, guter Lösungsvorschlag der AfD-Fraktion ist. Und genau das meine ich mit dem inhaltlich Stellen. Sie haben keine Argumente, wenn wir hier Ideen vortragen, Sie haben keine Argumente gegen unsere Vorschläge. Sie lehnen sie einfach pauschal ab, weil sie von der AfD kommen. Und das ist sehr, sehr schade, weil es hier um junge Menschen geht. Es geht darum, um junge Menschen, die zukünftig diesen Wirtschaftsstandort mit am Leben halten wollen. Wir hauen hier hunderte Millionen für irgendwelche dubiosen Förderungsprogramme raus. Und da, wo man wirklich mal einen Ansatzpunkt hat, jungen Menschen zu helfen, da gibt es nicht mehr eine Diskussion, da gibt es nicht mehr eine Debatte, da geht man auf keinen einzelnen Punkt ein. Ich persönlich finde es sehr, sehr schade. Wir haben hier ein tolles Konzept vorgestellt. Ich hätte gerne auch inhaltlich ganz in Ruhe, ohne Vorhaltung mit jeder einzelnen Fraktion in diesem Landtag darüber gesprochen. Es war nicht möglich. Sie wollten sich einer inhaltlichen Debatte nicht stellen. Das war heute mal wieder selbstentlarvend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren.